oder Teamer Elementals. Komm, nee, komm, wir spielen erstmal Teamer Elementals und dann gucken wir mal. Wir probieren es erstmal. Ich bin mir etwas unsicher, dass ich auf der 2 nichts spielen kann, aber mal gucken. Okay. Dann spielen wir Breeding Pool, Tapped. Okay, Hallowed Fountain, Tithe Taker. Huh. Ja, Breeding Pool, Tapped. Jeskai. Aggro, offensichtlich. Interessant. Dann spielen wir mal Risen Reef. Ja, Attacks mit allen. Und den Sea Dasher Octopus auch noch oben drauf. Okay. Wir blocken hier. Stomping Ground. Eigentlich will ich mir ja nicht. Eigentlich muss ich schon das fast spielen, um ihn hier zu spielen oder um Omnath zu spielen. Ja, Stomping Ground, blöderweise, und Omnath. Kenrith, the Returned King, okay. Greifen wir ihm an. Wir blocken. Dann Castle Ventress. Und Nissa? Vermutlich eher die Hydroid Crassus für 3. Nein, nee, wir spielen mal Nissa. Untappen. Forest. Und denken und hoffen mal, dass wir in der nächsten Runde noch leben. Tithe Taker. Gibt allen Creaturen Haste. Und auch Trampel. Dann blocken wir mal den Legion Warboss und Kenrith und sind 2, 4, 6, 8, 9. Ja, sind glaube ich genau tot leider. Ja. Schade. Schade, schade, schade. Aber uns hat auch echt ein bisschen Ramp gefehlt. Das sollte ich bedenken in meinem nächsten Zug, dass wir irgendwas entweder auf der 1 oder 2 haben, was uns rampt. Ob es selbst eine Mana-Kreatur ist oder ob es dann vielleicht ein Growth Spiral oder was ähnliches ist.
Ah, wir haben nochmal direkt dasselbe Matchup, okay. Sind gerade nicht mehr so viele am Zocken, oder was? Ja, das ist doch zumindest serviceable. Stomping Grounds, tapped. Okay, Jeskai Farben. Dann spielen wir meine Insel und geben wieder ab. Sacred Foundry, Tithe Taker. Wir spielen Growth Spiral und legen das Breeding Pool tapped. Steam Winds. Für 4 Mana können wir ihn hier spielen. Look at the top card of your library. If it's a land card, you may put it on the battlefield. Ich fürchte fast, wir brauchen gegen dieses Deck tatsächlich ein bisschen Blocker. Vor allen Dingen halt auch was Legion Warboss klaut. Brazen Burrower. Dann nehmen wir mal ein Island. Ja, Risen Reef. Spectral Sailor. Was zum Teufel ist das für ein Deck? Okay. Dann mutaten wir jetzt das oben auf den Risen Reef drauf. Legion War Boss für unseren Gegner. Ja. Okay, was wollen wir spielen? Ich würde fast sagen, Cavalier of Thorns ist hier unser bester Ratschlag. Fabled Passage. Cracken wir mal Fabled Passage. Für ein Forest. Und Leafkin Druid. Trigger. Eine Crassus. Und lassen wir das mal dabei. Weißt du, um wie viel Uhr Ikoria für alle zugänglich sind? Erstmal hi. Ich meine ab 16 Uhr. Aber ich bin mir unsicher, muss ich dazu sagen. Okay, greift weiter an mit den Kollegen. Wir blocken und blocken. Sie tot. Aber ich meine, die genauen Zeiten könntest du bei der Wizard-Seite auf jeden Fall nachgucken. Wie viel Mana haben wir denn? Warte mal, wie viel mehr Mana macht der? 2. Was sollen wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Spielen wir mal 9, 7, x gleich 6. Ja. Dann den Arboreal Grazer.
Stomping Grounds. Untapped. Und dann Breeding Pool. Untapped. Leafkin Druid. Ich glaube, ich habe mich einmal umsonst ge... Ja, okay. Da hätte ich mir die zwei Leben sparen können. Moin! Moin, moin. General Götterspeise. Sea Dasher Octopus hier für unseren Gegner. Wir währenddessen... Okay, damit können wir leben. Ist die Frage, greifen wir an? Haben wir... Ich glaube, wir können an dieser Stelle angreifen. Kahira müssten wir eigentlich dann nächste Runde mal versuchen zu spielen. Okay. Gegner nimmt 5. Und conceded. Alles klar. Oh Gott, habe ich es richtig gesehen, dass der 2-4er wie das Risen Reef ist? Ja, weil ich ihn mutiert habe, tatsächlich. Deswegen ist der wie Risen Reef ist. Ich habe quasi Risen Reef genommen und den einfach oben drauf mutiert. Und ja, das ist ein Play, den man machen kann jetzt im Standard. Hast du einen 2-4er Blocker und der hat auch selbst noch eine Fähigkeit für einen Mana, kannst du dir die oberste Karte angucken. Wenn es ein Land ist, kannst du es spielen, wenn nicht einfach die Karte ziehen. Also ziemlich gut. Okay. Okay, wir haben Leafkin Druid auf der 2, Risen Reef auf der 3. Wobei wir ja hier, Puzzle Beast, genau, das war ja die Kreatur, die du eben meintest. Die können wir auch mutaten eventuell, wenn wir das möchten. Breeding Pool, tapped. Ja, ich sag dir, Mutate kann, glaube ich, in Paper ziemlich verwirrend werden. Also, es scheint im Moment noch nicht so zu sein, dass das so eine Kernmechanik ist, dass du jetzt ein riesengroßes Mutate-Deck hast. Dafür ist es zu, ja, das alte Aura-Problem, von wegen, dafür bist du zu empfänglich, two-for-one zu werden. Aber ja, es kann auf jeden Fall schwierig werden, wenn zum Beispiel Elementals, was auch so ganz gut funktioniert, dann auf einmal mit dazu kommt. Okay, Castle Ventress und Leafkin Druid. Was ich viel verwirrender finde, glaube ich, in Paper zu tracken, wird tatsächlich hier die ganzen Creature oder diese Keyword-Counter sein. Weil du dann irgendwie Lifelink irgendwo drauflegen kannst. Dann. Obwohl, warte mal. Können auch eigentlich... Ja, let's mutate. Und dann legen wir das oben drauf. Und lassen uns dann Growth Spiral übrig. Wir haben das Commander an den neuen Decks getestet. Und selbst da waren die Counters schon super nervig. Ja... Ja, ich bin halt auch mal wirklich gespannt, wie das Ganze dann wird. Ah ja, also habt ihr die neuen Commander-Decks online getestet, oder was? Okay, Cavalier of Thorns. Ja, dann Risen Reef. Such uns ein Land. Das ist ein Land. Und wir möchten es... Ach, verdammt. Ich falle immer wieder in den alten Risen Reef-Trick rein, dass ich Leben zahle, um zu hoffen, dass es ungetappt reinkommt. Aber es kommt natürlich getappt rein, wegen dem Effekt von Risen Reef. Ach ja, stimmt. Tabletop Simulator. Ist das cool zu zocken? Ist das, Kann man das mal durchaus machen, oder ist das nicht so der Hammer?
Weil ich suche ja auch noch ein bisschen die Möglichkeit, die neuen Commander-Decks so ein bisschen zu testen. Und zum einen ist es unklar, wann sie jetzt genau rauskommen. Zum anderen weiß man ja auch nicht, wann man wieder mal mit Menschen spielen kann. Das ist unglaublich nice. Das Tabletop Simulator ist wahrscheinlich ein Spiel, das musst du dir nochmal extra kaufen, wahrscheinlich. Cavalier of Thorns. Ja. Nehme ich. Dann, ja, noch ein Treyarm. Und Attack for One, warum nicht? Ja, auf Steam, hab dafür 20 Euro gezahlt. Oh, das geht aber. Das geht wirklich. Ja, also wenn Commander damit cool spielbar ist, dann teste ich das doch mal aus. Also, Thassa's Oracle, interessant. Auch eine unfassbar nervige Karte geworden. In mehreren Formaten dafür gesorgt, dass, ja, da zu gewinnen durch Selbstmill. Auch im Standard neue Decks testen, insane gut. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie sehr ich hier so drüber reden sollte, in diesem offiziell von Wizards of the Coast gesponserten Stream. Aber es klingt zumindest nicht uninteressant, sagen wir es mal so. Ja, okay, das ist halt immer der Drawback bei Magic, dass man sehr schnell sehr viel Kohle ausgeben kann. Nur um dann zu merken, war doch nicht so geil. Ja, bisher meiner Erfahrung nach scheint ja Jeskai, ist eigentlich auch egal, ne? Machen wir einen Forest, falls wir eine Nissa finden. Spielen wir mal sie. Sie haben wir noch gar nicht gespielt. Okay, plus eins und Vigilance, das ist doch ziemlich gut. Combat. All Attack. Moment, macht das überhaupt Sinn? Er blockt. Eins, zwei. Ja, doch, komm. Wir wollen ihn mal loswerden, würde ich sagen. Block, block, er trampelt. Okay. Ah ne, trampelt er gar nicht. Ne, trampelt gar nicht. Never mind. Dann noch ein Cavalier of Thorns. Trigger, Trigger. Okay. Finden wir noch ein Island. Und beenden den Zug. Ja, aber ich guck's mir gerne mal an, auf jeden Fall. Gegner mild und zieht eine Karte. Ja, genau. Ich habe das auch schon mehrmals gelesen. Es war mir ein bisschen, es war mir ein bisschen nicht so geheuer, ehrlich gesagt. Weil das so ein bisschen klingt wie ja, andere Sachen, so X-Mage und sowas. Wo ich dann denke, hä, okay, du kannst einfach eine Liste reinpacken und es einfach zocken oder was. Aber ich meine, im Endeffekt, wie gesagt, solange man es spielen kann und Tabletop Simulator ist ja wirklich das, was es ist. Es ist halt einfach nur quasi ein virtueller Tisch. Und warum nicht? Song of Creation. Interessant an der Stelle. Na gut, zum Selbstmill natürlich, ne? Wenn man mit Jace gewinnen will. Wobei er ist auf 35 Karten, also. Ah, okay, ich sehe schon. Sehr viele x gleich 0. Underworld Breach. Dann kann er nochmal ein paar X0. Welches der getesteten Decks hat dir am meisten Spaß gemacht? Ohne Witz, Jeskai Control.
Jeskai Control hat sich einfach übermäßig broken angefühlt. Also wirklich im Stile von, du hast gegen alles fast eine Lösung. Die neue Narset, finde ich, ist super stark. Und ja, es ist halt mal, ich bin eigentlich nicht so der Control-Spieler, aber du merkst halt einfach, wie lächerlich Jace ist und wie lächerlich die neue Narset auch ist. Also, es ist ein sehr, sehr, sehr gutes Deck. Sonst muss ich sagen, wie gesagt, Team Elementals mausert sich auch gerade. Ich bin ein bisschen enttäuscht von Dimir Flash. Okay. Machen wir erstmal Combat. Okay, er kann zwei auf jeden Fall. Ach, Vollidiot. Okay. Wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir das so einfach. Ja, ich hätte angreifen sollen. Das war ein bisschen dumm. Bin ich einfach mal so fair, das auch so zu sagen. Dann, ja. Machen wir X gleich 3. Oder? Ne, wir können X gleich 4 machen. Okay. Ja, also das Ding ist, Dimir Flash hat natürlich mit Slither Wisp diesen sehr starken, diese sehr starke Karte, die sehr gut mit Flash funktioniert. Aber dafür muss das ja auch erstmal liegen bleiben. Und das scheint derzeit, also mit sehr vielen Removal-Möglichkeiten, mit Scorching Dragonfires links und rechts, mit Stomp und so weiter. Es stirbt einfach an zu vielen Sachen im Moment. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum ich ja, einfach sage, dass sich zumindest Dimir Flash so jetzt nicht lohnt. Ich habe nicht, weiß nicht, wie es mit Sultai oder mit Simic Flash dann aussieht. Sultai ist halt schwierig wegen den Triom-Ländern, die man da spielen muss, um die Dreifarbigkeit halt zu erreichen. Ist halt dann auch ein bisschen schwierig im Sinne von, weil das getappt reinkommt und man will ja eigentlich relativ aggressiv sein. Ja, also es wird. Ich bin auf jeden Fall interessant. Ich sehe ein bisschen schwarz für Mono Red. Zumindest so aktuell sehe ich da jetzt nicht so viel, warum man oder was Mono Red noch machen könnte, um dann in dem Meta zu bestehen, ehrlich gesagt. Und unser Gegner kombot sich hier die Finger wund, nur um zwei Karten zu ziehen. Wobei ich denken würde, selbst Mill müsste es doch auch eigentlich einfacher gehen, oder? Stone Cold Serpent ist auf 16 Karten im Deck. Das denkt man immer, aber genau genommen hat Red Deck Wins, glaube ich, eigentlich jetzt erst mit Theros Beyond Death erstmal so wirklich wieder an Power gewonnen. Davor war es ja so gar nicht. Also ich weiß halt noch, dass Agro-Decks generell eine schwere Zeit hatten, wo, ja, in der Oko Theros Beyond Death Phase, ehrlich gesagt. Und von daher, also ich hätte nichts dagegen, wenn man noch ein bisschen, wenn die aggressiveren Decks noch ein bisschen mehr Support kriegen. Jetzt nicht unbedingt RDW, aber zumindest ja, aggressivere Decks im Allgemein. Ja, ich glaube, das Ding ist hier durch. Wir lassen mal ihr sein Ding durchmachen. natürlich, also, ne, Midrange macht ja auch allen Spaß und alle haben Bock auf Midrange. Aber ich muss sagen, ich finde, es gehört auch dazu, dass du ein solides Agro-Deck auch spielen kannst und das halt auch eben gewinnen kann. Und es ist unschlüssig, oder ich bin mir noch unsicher, ob Mardu Humans, ob das tatsächlich, ja, das schaffen kann. Wir haben es gestern ja auch ein bisschen gespielt. Und das kann sehr explosive Starts haben, gerade mit Hero of Precinct One.
Aber wenn man halt nicht schnell gewinnt, dann spielt man noch sehr lange, aber man hat halt auch keine Chance mehr, da weiter großartig, ja, den Sieg zu holen, wenn man dann einmal verloren hat. Thessas Oracle und GG.